Moin YouTube. Heute ein neues Video von mir. Wir wollen um die Insel Fehmarn fliegen. Einmal in einer Höhe von 20.000 Fuß, das sind ungefähr 6.000 Meter. Und danach gehen wir runter, steil runter auf 2.000 Fuß, das ungefähr 600 Meter sind, und fliegen dann auch nochmal mit unserem Privatjet drumrum. Ja, ich habe den Flieger schon mal gestartet für euch und pausiert, dass wir gleich losfliegen können. Auf der rechten Seite habe ich diesmal die beiden Karten positioniert. Einmal eine grobe Übersicht und einmal im Detail runter. Und würde sagen, wir starten jetzt gleich mal, ne? Auf, wie geht's? Ja, 2000 Fuß hoch, vor uns ist Fehmarn. Im Hintergrund kann man Dänemark sehen. An der rechten Flügelspitze ist jetzt Heiligenhafen. Und wir fliegen rechts um die Insel. Ungefähr 270 Knoten. Müsste ein bisschen was über 500 km/h sein. Fliegen wir jetzt gegen den Uhrzeigersinn einmal um die Insel rum. Ja, wir sind jetzt auf Höhe der Fehmarnsundbrücke. Leider kann man sie hier aus dieser Höhe nicht erkennen. Auch kann der Simulator den Kleiderbügel nicht darstellen. Werden wir gleich sehen, wenn wir auf 2000 Fuß hoch sind. Aber trotzdem finde ich die Insel schon sehr imposant. Hier jetzt Burg Tief auf der linken Seite. Burg auf Fehmarn. Ja, 300 Knoten schnell, ungefähr 600 km/h jetzt. Ja, jetzt geht es um die Ecke Staberdorf hier unten. Und die schöne Ostsee zu sehen. Ja, voraus ist Dänemark. Ja, wir sind jetzt ein bisschen zu schnell. Über 500 Knoten über Grund. Und dann fängt er an zu meckern. Ja, auf Fehmarn hier linke Seite können wir den Fährhafen Puttgarden jetzt sehen. Und auf der rechten Seite gegenüberliegend Dänemark. Zwischen den beiden Punkten, die Fähren immer pendeln. Ja, immer noch 21.000 Fuß hoch, ungefähr 6.000 Meter.
Im Hintergrund sehen wir Schleswig-Holstein. Müsste da Kieler Bucht sein, Laboe, die Ecke da oben. Aber wir fliegen ja am Fehmarn rum. Ja, für Fehmarn kann ich sehr empfehlen, hier eine Radtour zu machen. Ich bin dieses Jahr mit meinem E-Bike einmal um Fehmarn rumgefahren. Ich glaube, das waren 70, 80 Kilometer, so Pi mal Daumen. Und sehr schön zu machen mit dem E-Bike. Das Schöne an Fehmarn ist, man kann viel auf dem Deich fahren, so dass man beide Seiten sehen kann, einmal das Wasser und das Landesinnere, was meistens an der Nordsee nicht so gegeben ist, weil man da nur auf einer Seite des Deiches langfahren kann. Ja, gerade vor uns ist Heiligenhafen. Und dahinter sieht man die Lübecker Bucht. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt einmal um die Insel rum. Ich hau alle Klappen rein hier. Das ist wohl flugtechnisch nicht ganz so okay, aber für mich als Anfänger die einfachste Art, jetzt hier an Höhe zu verlieren. Vor uns die Fehmarnsundbrücke und wir sind jetzt auf 10.000 Fuß und ich möchte hier auf 2.000 Fuß runter. Und damit wir das Flugzeug in der Luft nicht zerreißen, habe ich die Klappen jetzt rausgefahren. Das wird nicht so ganz optimal sein, aber hier im Simulator, für mich als Anfänger, kann man das gut machen. So, ich fahre alle Klappen wieder ein. Und wir sind ungefähr 3000 Fuß hoch. Das sind 900 Meter. Gehen noch ein Stückchen weiter runter. Hier vor uns jetzt die Fehmarnsundbrücke. Leider stellt die Simulation den Kleiderbügel nicht dar, aber die Brücke ist sehr schön zu erkennen. Ja, wir haben unsere Flughöhe erreicht von 2000 Fuß und fliegen jetzt noch einmal um die Insel rum. Ja, hier links der Golfplatz und der Campingplatz von Wulfen müsste das sein. Dahinter kommt jetzt Burg Tief, der Yachthafen und die drei markanten Hotels oder Ferienresort, IFA Ferienresort, an dem wir jetzt vorbeifliegen. Ein bisschen zu tief jetzt gerade. Hier ist jetzt wieder Staberdorf. Ich versuche nochmal gleichzeitig jetzt ein bisschen Höhe zu gewinnen. Die haben wir jetzt auch wieder erreicht. Und fliegen jetzt hier um den Leuchtturm Staberdorf herum. Ja, der Simulator berechnet die Bilder, die wir sehen, aus den Satellitenaufnahmen.
durch die künstliche Intelligenz berechnet er die Gebäude oder sieht aus den Fotos, dass da Gebäude stehen oder Windkraftanlagen und platziert diese dann dort. Das klappt mal besser, mal schlechter. Aber es ist das erste Mal, dass der Simulator sowas überhaupt hinbekommt und man kann die ganze Welt abfliegen, was wir jetzt demnächst auch durchführen werden. So, wir sind jetzt wieder in Puttgarden, dem Fährbahnhof. Rechts ist Dänemark, links ist der Puttgarden. Und fliegen weiter um die Insel und genießen die Aussicht. Ja, die Campingplätze hier. Und hier auf dem Deich kann man wirklich sehr schön Fahrrad fahren. Fehmarn ist ja eine der sonnenreichsten Inseln von Deutschland. Und wir fliegen hier im Simulator, ich glaube Anfang Juni diesen Jahres, mittags um 12. Also man kann auch den Sonnenstand und alles einstellen. Wetter habe ich auf klare Sicht gestellt. Theoretisch könnte man auch das Live-Wetter von diesem Tag nachkonstruieren. Hier unten, meine ich, ist der Gedenkstein, dass Jimi Hendrix da war. Schon wieder ein bisschen zu hoch gekommen. Ja, wir sind einmal rum. Wir fliegen jetzt nochmal Richtung Gold und dann an der Fehmarnsundbrücke vorbei. Burg Tief und dann Burg Fehmarn noch mal rüber. Ja, wir sind knapp 400 Knoten schnell, das sind so umgerechnet fast 800 km/h. So, wir sind wieder Burg Tief, Burg Starken und Burg auf Fehmarn. Fliegen jetzt hier nochmal über Burg auf Fehmarn. Richtung Fährhafen Puttgarden.
Ja, das war unser Inselrundflug. Einmal in 20.000 Fuß Höhe und einmal in 2.000 Fuß Höhe. Und auf der anderen Seite sehen wir Dänemark. Dort, wo die Fähren von Fehmarn aus rüberfahren. Ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Und demnächst gibt es neue und weitere Videos. Ich möchte noch die ganze Welt befliegen. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.